Ich denke einfach ganz fest an Belarion und beiß mir ganz hart auf die Zunge. Dorkstein, da war doch was. Wo hast du den Namen das letzte Mal gehört? In Boran. In Boran, in der Taverne. Der. Der sieht das Gesicht. Er ist zwar von seinen Paktmalen gezeichnet und sein Mundwinkel ist sehr schief aufgrund der Narben. Sein Bart verdeckt das noch so ein bisschen, aber ja, die früher blonden, mittlerweile weißen Haare, das Gesicht ist unverkennbar. Es muss ein, ja, wenn nicht der Vater, eher der Bruder sein. Vielleicht der ältere Bruder. Wie hieß er? Sarastro? Sarastro Dorkstein? War das nicht derjenige, der euch in der Taverne den Auftrag gab, für ein paar Dukaten jemanden umzubringen? Das war er. Boah, das kann ich ihm jetzt natürlich nicht erzählen. Ich sammle meine Männer auf und sehe zu, dass ich von ihm wegkomme. So schnell wie möglich, ohne auszusehen, als würden wir fliehen. Dann sammle ich noch die Söldner auf und schau mal, wo meine anderen Pappnasen rum sich umtreiben. Ja, während ihr das tut, könnt ihr sehen, wie Osko zum schweren metallenen Tor geht und die beiden Flügel öffnet, sodass ihr einen kurzen Blick in das Innere werfen könnt, in das Innere der Mine. Und Perdido verschwindet dann mit Osko zusammen im Inneren. Ja, das Tor wird wieder verschlossen. Nur noch der furchtbare Karakiel, der hier neben euch wie ein Hund fast sitzt. Versklavt, wenn man so etwas so Dämonen sagen kann. Geht ihr wieder nach Süden? Vielleicht mit einem Blick in Richtung der Berge, die vor euch aufragen. Ihr wisst, dass Kasim dort unten sitzt. Ihr wisst, dass Wascha irgendwo in den Bergen neben euch sitzen müsst. Ihr wisst jetzt, wo das Centurium ist, aber wie kommt ihr hier raus? Fuß natürlich. Ja, wie gesagt, ich laufe hier rum, sehe mich um. Vermutlich werden wir dann relativ schnell auf den ja doch großen Pulk an Menschen stoßen, die hier unten rumtreiben und sich im Grunde die Beine in den Bauch stehen, denn es dürfen ja nur unsere beiden Lieblingssöldner graben. Die Sklaven natürlich auch, aber ja, Rodrigo auf den Knien mit seinem Panzerhandschuh und schon ziemlich unwürdig. Trete da mal ran. Was geht denn hier vor sich? Da oben, der Ranghöhere hat gesagt, ich soll das Loch hier per Hand zumachen. Und Warum zeigt denn auf das? dich. Das will er so. Einmal da oben. Ja, sein Blick geht Kannst auf deine Schulterklappen. Verzeihung, Herr dir vielleicht Feldwebel. dann kannst dir vielleicht deine Sklaven hier kaputt schinden, wie du willst. Ja, aber deinen eigenen Brüdern. Meine Fresse, nee. Bruder Feldwebel, tut mir leid, so. Aber man muss den Leuten ja auch zeigen, wer hier die Hosen anhat. Aurelio aber trotzdem weiter, dieses Loch zuzuschieben mit seinen Händen. Ja, lass gut sein, aber nächstes Mal passt ein bisschen auf, mit denen du sprichst, ja? Feldwebel, nicht vor den Sklaven. Guckt nicht so! Brüllt deine Sklaven an. Weitermachen! Jawohl, Herr. Ich wende mich dann nochmal an Aurelio. Wenn ihr fertig seid und es dunkel ist, erwarte ich euch in der Kaserne. Sehen wir zu, dass wir ein bisschen Ruhe kriegen, bevor es morgen an die Wacht geht. Jawohl, Bruder Feldwebel. Und Aurelio schiebt das Loch weiter zu. Stück für Dann Stück. könnt ihr die ersten Tropfen spüren. Und es beginnt wie jedes Mal zu regnen. Die Pforten des Himmels öffnen sich und schwere Tropfen prasseln hernieder. Dann erklingt eine kleine Glocke oder eine Glocke, die ziemlich hell ist, vom Eingang der Mine und dann einen lauten Schrei: Wachwechsel! Ja, ein bisschen, was dann sich da in Bewegung versetzt. Einige Kamordgardisten gehen dann von dem toten Affenleichnam, der wird dann ziemlich unsorgsam auf den riesigen Knochenhaufen geschmissen. Gehen dann zu den Barrikaden der Sklaven. Die werden dann aus ihrer
ja, aus ihrer Pforte hinausgeführt und werden dann hier ins Innere der Mine gebracht. Die Tore werden wieder geöffnet. Das dauert natürlich alles seine Zeit. Und nach ungefähr 10 Minuten kommen dann sehr staubige, schwarz aussehende, es sieht fast aus wie Kohlearbeiter, so schwarz und staubig sind sie. Könnt ihr sehen, wie dann weitere Sklaven hier aus der Mine herauskommen, von den Kamortgardisten dann in die Barrikaden geführt werden und dort einfach wieder sitzen. Es gibt kein Essen, zumindest nichts, was offensichtlich für euch erkennbar ist. Die werden einfach da reingeführt und Rodrigo hat ja auch im Inneren gesehen, dass es da wirklich nicht viel gibt, nichts an Luxus. Werden da einfach reingebracht. Ich nehme mir dann, je nachdem, ob Rodrigo bis dahin wieder zurück ist oder ob er noch gräbt, entweder nur Brindisian oder halt die anderen noch mit herbei und quatsch die mal kurz in einem stillen Eckchen an. Muss mir halt nur sagen, ob Rodrigo bis dahin fertig war. Ja, also Rodrigo wird nicht fertig sein, weil er da noch die Knochen holen muss und so. Kann ich ja auch damit sagen. In dem Fall nur Brindisian, okay. Wir wissen, wo das Mental ist. Ihr könnt uns auch die Sklaven wegschicken und dann könnt ihr euch alle da unterhalten. Könnt meinetwegen auch Hock wegschicken und dann haltet ihr euch dann eben hier. Also macht wie ihr wollt, ihr könnt auch zusammen dann euch besprechen. Gut. Also, Mental ist in der blauen Kiste, die oben bei den. Jetzt habe ich ihn zusammengeschoben, die oben bei den Wagen steht. Also, die Sklaven sind ein bisschen weiter weggeschickt worden von dir, ne? Sklaven schicke ich dann, die schnauze ich an die. Zu den Knochen schon mal, dass sie da warten und gleich die Knochen zu sehen, dass ich mal den Knochen warten. Also. Plan sieht vor, dass wir zuschlagen, sobald es geht. Ah, ganz schön viel. Brauchen wir vielleicht einen Wagen? Nee, mit Wagen kommen wir hier nicht weg. Bewacht ist es jedenfalls nicht. Richtig. Wir werden da hochgehen, werden sagen, wir haben noch ein bisschen Ausrüstung auf dem Wagen und rütteln uns da auf. Ach nee, es ist ja nichts mehr auf dem Wagen. Aber in dem Fall werden wir dann einfach rumlungern und sagen, wir müssen noch eine Reparatur machen. Einer von euch, Rodrigo, Ephadaios, ich meine Aurelio oder Jalakim, ich überlasse das euch, wird gehen und erst Bascha, dann Kasim signalisieren. Sobald der Angriff losgeht, greifen wir uns im Schutze der Dunkelheit das Innenräum, stecken uns unsere Beute, bewegen uns zum Haupttor. Da unten werden wir dann einfach rausspazieren. Entweder rausrennen, irgendwas vom Gegenangriff befehlen und rausrennen. Oder, wenn es geht, die Torwachen abstechen und in die Dunkelheit verschwinden. So wie es der Plan vorsieht. Wie breit ist jetzt hier, also ist die Karte so weit genormt, dass hier auch man diese Abstände abschätzen kann von diesem. Ja, habe ich gemacht. Also je nachdem, wo ihr rüber springt, das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, sind das dann 3, 4, vielleicht 5 Meter und es geht 20 Meter nach unten. Wie wäre da der Mindestwurf auf die Athletikprobe? Oh, das müsste ich nachgucken, wie das mit Ich Springen kann es aussieht. nachschauen. Ich kann es nachschauen der Können Zeit, wir dann wenn in der es Zeit irgendwann machen, ist. ja. Ich möchte ungern mit dem schweren Gepäck eigentlich über den Graben springen. Vor allem, da uns die Torwachen dann vermutlich sehen und die Verfolgung aufnehmen. Und draußen noch die Fallen sind. Bruder Jalan, ich weiß, Pläne sollte man nicht im letzten Moment ändern, aber Scheiße, wie die Sklaven hier behandelt werden, das ist doch nicht gerecht. Ich meine, wenn der Angriff gerade losgeht, ich würde gern versuchen, die Sklaven zu befreien und ihnen wenigstens die Chance zu geben, ihr Schicksal noch einmal selbst in die Hand zu nehmen. Abgelehnt. Wir können sie nicht alle retten. Wir können zusehen, dass wir unseren Auftrag ausführen, dem Wohl des Reiches zugutekommen und eines Tages diese ganze Mine befreit werden kann. So Aber lange vielleicht werden die hält das aber nicht der Tumult uns. durchmachen. Ne? Was meinst du? Jalakin hat recht. Vielleicht hilft der Tumult uns auch, wenn die Sklaven raus sind. Die werden ja nicht extra bewacht, wenn ich das richtig sehe. Außerdem meine ich gar nicht, dass wir sie retten. Ich meine nur, dass wir ihnen eine Chance geben. Und wenn euch jemand sieht, dann weiß er sofort, dass ihr da mit drin hängt. Und wenn ihr mit drin hängt, hängen wir sofort auch mit drin. Das Und dann stimmt, war alles für die Katz. aber deshalb ja auch erst nachdem der Angriff stattfindet und der Tumult hoffentlich zu groß ist. Meiner sind hier doch eh alle Augen nach außen gerichtet und nicht ins Lager. Ey, ich habe die armen Kreaturen gesehen. Wenn die hier noch 2 Monate in der Mine arbeiten, die krepieren hier.
krepieren sowieso, aber hier können wir ihnen nochmal die Chance geben, dass sie hier, ja, nicht in der Gesellschaft von Bakterien sterben. Nein, wir sind von Dämonen. Was tun sie dann? Laufen sie in den Dschungel und da sterben sie auch. Ist das besser? Ja, das ist besser. Unfassbar. Ihr könnt unter euch ein fernes Grollen wahrnehmen. Der Boden zittert kurz und irgendetwas Riesiges, etwas Gigantisches schiebt sich irgendwo unter euch durch den Berg. Wenn wir hier raus sind, könnt ihr ihre Seelen meinetwegen nachträglich dem Herrn Effert anempfehlen. Aber wir werden nicht den Plan gefährden. Mich schmerzt es genauso wie euch. Wir können da hinterher lange und breit drüber reden. Aber jetzt nicht. Werden die überhaupt bewacht? Mann! Aurelio, ihr habt die Sklaven geholt. Werden sie bewacht? Da ist irgendein Viech drin. Ich glaube, ein Dämon oder so. Keine Ahnung. Ein Viech. Erinnert ihr euch an das unsichtbare Tier, das uns in das Lager der Ausgrabungsstätte gefolgt ist? Dieser Botendämon. Wollt ihr euch wirklich vielleicht noch so einen auf den Hals setzen, wenn ihr da einfach reinspaziert? Die Sache ist schon riskant genug. Wie sah er denn aus, Aurelio? War so klein, grünhaarig und hat keine Hände. Also das, was der als Hände hat, sieht aus wie von Insekten oder so. Sagt mir die Beschreibung was, Frostig? Ja, schau dir jetzt einfach selber an. Bring gleich die Sklaven zurück, wenn wir mit den Knochen fertig sind. Dann kannst du die Viecher selber sehen. Dann kannst du auch auf Magiekunde plus 7 würfeln. Also aus so einer Beschreibung, ja, die Niederhöllen sind groß, ne? Okay, aber meine Dämonologie darf erleichtern, ja? Ja, wenn du Dämonologie hast, klar. Ja. Hervorragend beschrieben. Ja, könnte was aus Richtung Duglum sein. Okay, das hat wenn Aurelio das beschreibt, dann weißt du auf alle Fälle, das ist so ein kleiner Wach- oder Spürdämon, der hat, der ist quasi nicht zum Kampf geeignet. Der gibt quasi Alarm und wenn der angegriffen wird, dann würde der dich eben krank machen. Okay. Das ist einfach, der kann halt mit einem quasi einzigen Streich kann er getötet werden. Unbewaffnete Sklaven können halt wenig gegen machen und so eine dämonische Kreatur ist erstmal furchteinflößend genug. Das sollte einfach erstmal nur aufpassen, dass die keinen Blödsinn machen. Okay, dann hat recht. Wenn es so einer ist, was ich denke, dass es das ist, dann wird er sofort Alarm schlagen, wenn da was passiert. Was, wenn er mit Also sagst du es auch mit dem einen Streich, dass er gekillt werden kann? Ein schwächlicher Dämon ist? Das kann also mit 23 Sternchen bzw. 12, ist das auf alle Fälle klar. Genau, aber also, ob die Information an uns andere weitergeleitet wird. Man könnte ihn niederstrecken, aber man muss erstmal rankommen. Wenn er was merkt, dann ist es zu spät. Nein. Wir halten uns an den Plan und nur an den Plan. Keine Alleingänge oder ich schwöre beim Herrn Preis, ich bringe euch vors Kriegsgericht. Also es gibt diese Wesen eben auch noch in Gehörnt und die ganz krassen Dinger oder einzigartigen Diener sind dann auch 7 Gehörnt, aber wenn das eben so ein kleines Viech ist, dann kann das echt nicht viel. Da waren die Sklaven in der Hütte irgendwie angekettet oder so? Nee, die lagen da einfach nur rum auf den Betten oder, ja, waren alles ziemlich eng. Aber nein, ich habe da niemanden gesehen, der angekettet war. Dann hoffen wir einfach mal, dass sie selber schlau genug sind und den Tumult nutzen. Oh Mann. Ich glaube nicht, dass hier irgendwer was nutzt. Die haben keine eigene Meinung mehr, kein gar nichts. Vermutlich haben sie nicht mal den Willen zu kämpfen, selbst wenn er sie befreit. Vielleicht haben sie nicht mal den Willen zu leben, selbst wenn wir sie herauskriegten. Wandelnde Tote sozusagen. Naja. Gut, seht zu, dass die Leichen hier reinkommen. Aurelio, nehmt die Laterne. Wir signalisieren zuerst Wascher herbei. Und dann Kasim zum Angriff. Wir werden derweil an dem Wagen das Rad ein wenig ausbessern.
Brauche ich dafür nicht zwei Leute? Ja, nehmt Jalakim hier mit. Passt auf, dass er keine Scheiße baut. Der Rest mir nach, wir haben noch was zu tun. Keine Scheiße bauen, ey. Er soll selber keine Scheiße bauen. So, das Loch ist langsam zu scheiße hier. Ich habe überall Schlamm in den Ritzen. Ja, nach etwa einer Stunde dann der Regen auch wieder auf. Ihr kennt das Spiel. Das eine zugebuddelte Loch ist dann auch mit Wasser auch schon ein bisschen geflutet. Das andere, was dann 2 Meter weiter gebuddelt wurde, hat sich dann auch schon ja, so ein bisschen vertieft, dass man da die ersten Leichen oder Knochenteile reinschmeißen könnte. Ist halt nicht tief genug, aber ja, als Kammerortgardist muss man sich halt überlegen, inwiefern man da die Arbeit dann wirklich alleine macht oder die Sklaven dann helfen. Und ja, die Sklaven gehen dann halt die ganze Zeit von der Mitte hier und da rüber und fangen dann eben schon mal an, die Löcher zu befüllen. Ja, wir stehen da außen rum, so zwischen dem Wagen und dem Skeletthaufen und schnauzen da wohl zu meinen Sklaven an, schneller, mach ich dir Beine. Und harren der Dinge, die da kommen. Zwischendurch wird dann, also nach dem dritten, zum zweiten Mal laufen, wird ein Sklave dann abgestellt, der hier mitbuddelt. Damit man sich nicht so komplett verausgabt. Und drüber halt immer ausschauen, so nach hier oben, um zu gucken, ob da jetzt hier Lolgrim schaut. Wenn Lolgrim schaut oder auch nur jetzt hier gucken könnte, dann wird man da mal wieder so einen Schritt, sozusagen hier hinter dem Haus sozusagen so einen Schritt in Deckung gehen und mal wieder die Schaufel nehmen und selber schaufeln eine Runde. Dass man, wenn Lolgrim schaut, man ja nicht ohne Schaufel erwischt wird. Ja, Lolgrim selber hatte damit ja kein Problem, das hatte der quasi gar nicht gesehen, aber hier oben die Wachtposten, die hatte dich dann da eben angeschnauzt, aber du kannst es auf alle Fälle dann irgendwann auch die Schaufel wieder nehmen. Jalan hat das ja für dich dann wieder gereichselt, wenn der Feldwebel... Ja, ja, du gesagt, ich soll das Loch mit der Hand zumachen, das eine. Ja, also genau, stimmt, hast recht. Also, dann wird der Sklave erstmal wieder ein bisschen buddeln gelassen. Ja. Und Rodrigo atmet auch erstmal durch. Genau, kannst dann quasi da beliebig lange schaufeln und buddeln. Der Regen hört dann auch irgendwann wieder auf. Also wie gesagt, es dauert immer eine Stunde. Und ja, wenn wir dann langsam die Sonne im Untergehen haben und wir dann so 20 Uhr haben, bist du auch fertig mit dem Loch. Die anderen können dann in der Zeit sich weiter mit den Wachen unterhalten, die Sklaven antreiben, die dann da aus der Mine gekommen sind. Oder irgendwelche generischen Wachdinge tun, die wir nicht ausspielen müssen, wenn ihr nicht wollt. Also pinkeln und sich am Hintern kratzen. Wenn ihr das wollt, dann geht's jetzt los. Ich habe den Befehl gegeben, es geht nicht mehr zurück. Gut. Dann tu es. Ja, Rodrigo holt auf jeden Fall noch mit Ephadaya zusammen. Also er schnappt sich hier Jalakin. Jetzt kommen, wir holen sie. Geht hier hinter den Stall. Geht hier hinter die Sklavenunterkünfte, wo er hinter sollte. Und ja, schaut also Richtung Berge. Und fängt dann an, hier diesen an den Hintern fast Tanz zu machen für sie, der aufgetragen wurde. Okay, das eingegebene Zeichen. Und dann wird er nochmal hier pinkeln gehen. Also der Karakil im Norden ist noch da, ja, der andere ist halt nicht da, damit ist dann Azeril Scharlachkraut verschwunden. In welche Richtung öffnet sich eigentlich diese Tür hier? Nach innen rein oder nach außen? Ich glaube nach außen. Das heißt, man könnte ihn theoretisch von einem Wagen zuparken, das Ding hier. Das würde gehen. Ob das ein Belhalha Hochgeweihten abhält, ist eine andere Sache, aber ja, das geht. Ja, wenn man den mit 2 Wagen zuparkt und für ein paar Sachen da vorstellen könnte, vielleicht schon. Ja, okay, gut. Aber das ist erstmal eine Idee, da, ja. Gut. Wascher bemerkt das Zeichen und kann sich dann bemerkbar machen, wenn sie will. Eingepennt. Das überlege ich gerade. Wie lange habt ihr jetzt gebraucht da unten? 4 Stunden. Nee, dann bin ich wohl noch nicht eingepennt. Ich habe eine Leiter bekommen, hast du gehört, ne? Genau, eine Strickleiter. Also jetzt keine aus Holz, sondern irgendwie geflochten. Und das ist jetzt eine 20 Meter Entfernung, das ist wie gesagt gereicht. Ich weiß nicht, wie hoch die Berge sind. Das ist irgendwie so eine kleine Schlucht, die da reingegraben worden ist. Ich sag jetzt einfach mal 30 Meter.
Aber dadurch, dass das eh, dass die Häuser in den Baum, im Baumhaus gebaut ist, also alles nach oben, wird die dann auch reichen. Also wenn du willst, kannst du damit komplett nach unten kommen. Kannst du dann irgendwie hier, in den Garten kommen. Jo, dann. Ich weiß nicht genau, warum ich jetzt da runter soll, weil bis jetzt scheint ja alles glatt zu laufen, aber okay, dann. Also das Zeichen wurde auf alle Fälle gegeben, was auch immer die jetzt vorhaben. Ja, da es Rodrigo ist, gehe ich mal tatsächlich da in die Richtung. Fest Ja. weiter. Gut, lässt Ich du hier hoffe, die es geht Schrittleiter nicht. runter? Moment, zeichne ich ein. Gut. Und ja. Wascha, würfel mal bitte eine Kletternprobe. Und die Kletternprobe würde dir dann erleichtern oder erschweren deine Dich-Verstecken-Probe, wenn du dann hier an der Felswand nach unten kletterst. Wir haben hier natürlich noch Wachen. Dann ist deine Sich-Verstecken-Probe um 7 Punkte erleichtert. Und das ist auch nötig. Ja, als Rodrigo sich dann am Arsch kratzt und sich wieder umdreht, kann er sehen, wie eine Strickleiter runtergelassen worden ist. Von Wascha erstmal keine Spur und dann kannst du sie eben entdecken, wie sie da hinter einer Kiste sitzt und ziemlich gut versteckt ist. Ja, dann, wenn sie in der Kiste hockt, dann wird Rodrigo mal so hier entlang gehen. Also hier bei den Zaun Hüpf machen und ja, hier so hingehen. Es geht gleich los, wurde gesagt. Sagt er so leise über die Kiste drüber und schaut sich sozusagen eher Richtung Esel um. Also spricht gar nicht mit dem Gesicht zu ihr, sondern mit dem Rücken zu ihr, stehend gegen die Kiste gelehnt. Habt ihr was für mich, was ich mitnehmen soll? Bisher noch nicht. Warte hier, ich sollte dich auf jeden Fall hier hinholen. Aber die Leiter, sie wird gesehen, wenn er hier langkommt. Ist doch schon dunkel langsam, oder, Frosty? Es wird jetzt dunkel, ja. Also, wie gesagt, wir haben so gegen 17 Uhr den Regen, um 18 Uhr hört der Regen auf und dann musstest du halt noch das Loch fertig buddeln, also es ist jetzt so 20 Uhr und wir haben auch Winter, das heißt, die Sonne geht jetzt unter. Auf Maraskan ist es zwar nie wirklich kalt und wir haben immer nur die Jahreszeiten, die dann von grün nach rot wechseln oder von rot nach grün, aber die Sonne geht halt trotzdem früh unter. Aber Pussy, würde man die Leiter sehen, was schätze ich denn ein? Also ist die Leiter gut zu sehen vor dem Felsen oder eher nicht, also farbmäßig überhaupt? Farbmäßig. Also gilt die Versteckenprobe auch für die Leiter? Also habe ich vielleicht mit ein bisschen irgendwie Ja, Flammenquetschen verfängt oder das ist mit so? drin. Ja, genau. Also das Okay. ist okay. Das ist eine, ja, die ist aus Pflanzen und Lianen, ist die gewoben. Und die Berge sind dann natürlich auch irgendwie ein bisschen bewachsen und bewuchert und Efeu, was da nach oben rankt. Wir sind immerhin auf Maraskan und nicht irgendwo im Mittelreich. Von daher, die ist da gut abgetan. Das passt. Ich Wenn glaube, jetzt die Leiter ist gut, wenn irgendjemand hier pinkeln geht, dann sieht er das. Aber wenn er hier hinten steht, dann ist es egal. Ich glaube, die Leiter sieht keiner, hoffe ich. Bleib erstmal hier in Position. Ich gucke jetzt mal nach. Er hat gesagt, ich soll dich jetzt holen. Du bist jetzt da, aber jetzt bin ich mal gespannt. Er wird bestimmt gleich das Endurium zu dir bringen lassen. Gut. Eva Pass auf dich Dajos. auf, ja? Ja. Eva Dajos hat sich fertig gekratzt und während Rodrigo dann zu den Ställen geht und sich mit Wascha unterhält, du hast sie eigentlich gar nicht gesehen, aber sie muss da irgendwo sitzen, er verfällt da irgendwie in Selbstgespräche, kannst du dich dann vor einer der aufgespannten, angenagelten Leichen gehen. Geht doch zum Himmel, ey. Ja, dann hat recht, ey. Selbst wenn wir die Typen hier rausholen, die haben es einfach nicht mehr auf dem Kasten, selbstständig in den Dschungel zu rennen. Die haben viel zu viel. Würden uns sogar wahrscheinlich noch in den Rücken fallen. Scheiße, ist der Typ hier vorne eigentlich schon tot? Schaut sich den Typen mal genauer an, der vor ihm hängt. Heilkunde Wunden. Wolltest du kriegen? Ja, zwei. Ja, er ist schon tot, aber als er hier aufgehängt oder angenagelt wurde, war er noch nicht tot. Er ist hier an diesem Rad gestorben. Puh. Hoffentlich fallen hier gleich bei dem Angriff so viele wie möglich. Darf noch nicht wahr.
der Perdido Darkstein. Ich muss unbedingt lernen, meine magischen Kräfte zu nutzen. Es darf nicht wahr sein. Darf einfach. Dann geht es los. Der Vater wird etwas sauer. Jalan und Brindigian. Ja, wartet. Ich brauche einen Moment, ja. Brindigian fängt mal an, so den einen Wagen jetzt nach vorne zu ziehen, um an das Rad ranzukommen, was von dem Karre weg ist. Und fängt an, da irgendwie dran rumzumachen. Keine Ahnung, zum richtigen Abnehmen brauche ich wahrscheinlich Werkzeug, was ich nicht habe, aber ich tue mir da zumindest so dann rum, dass es so aussieht, dass, ob ich was tue. Ja, machen wir eine Holzbearbeitungsprobe. Habe ich sowas? Ah, Aurelio. Ich glaube, als Magier ist das immer. Glaube ich. Oh, tatsächlich. Ganz kurz zur Frage, Posti? Ja? Ich habe die Szenerie die ganze Zeit beobachtet. Konnte ich ungefähr grob verstehen, worüber die gesprochen haben, oder war das zu weit weg? Die haben teilweise schon laut sich auch angebrüllt. Ja, also wenn Perdido oder die Endurium-Garde, das Endurium-Core geschrien hat, dann hast du das auf alle Fälle verstanden. Hast du auch irgendwie wohl mitbekommen, dass da einer von euch, aufgrund der Helme konntest du es nicht verstehen, aber irgendjemand hat da gespuckt oder gekotzt und das war bei der Küche, also was auch immer die da gegessen oder serviert bekommen haben, es hat nicht geschmeckt. Es geht eher um die Szene, wo ich gesehen habe, wo das Endurium ist. Also es wurde ja gezeigt, in welcher Kiste es ist. Genau, ja. Habe ich gesehen, wo die ist? Ja, hast du. Brindigian hatte nachgeguckt und dann wurden sie unangenehmer. Das war ihnen wohl nicht so recht. Auch Perdido ist dann ja hier hingegangen. Jalan hat auch rumgeschrien. Also das ist auf alle Fälle dir aufgefallen. Diese Kiste muss wertvoller sein als die anderen. Ah, da hinten steht die. Genau, diese hier. Also, das hatte ich hier schon gesagt. Da hast du auch gesehen, wenn die dann geöffnet wurde, weil da Werkzeuge und Schaufeln drin waren. Da ist nichts von Interesse drin. Hast du von oben gesehen, aber diese Kiste, da weißt du auch, was drin ist. Sehen die Kisten gleich aus von außen? Ja, absolut. Also könnte man die verwechseln? Ja. Dann würde ich gerne, ist Rodrigo noch bei mir? Rodrigo wollte gerade losmachen? Hör ich dich rechtzeitig? Meinetwegen gerne. Dann tauscht die Kisten zurück. Aus. Versucht die Kiste, in der nichts Wertvolles drin ist, mit der anderen zu tauschen. Wenn ich da rankomme, kann ich schon mal was mitnehmen. Die sehen exakt gleich aus. Vielleicht fällt es keinem auf. Ja. Ich werde das mal vorschlagen. Rodrigo will auf jeden Fall hier außen rumgehen. Er will mich ganz gerne hier so ein bisschen gucken in diese ganzen Sachen. Deswegen geht er auch hier so knapp vorbei. Will dann aber doch so einen kleinen Bogen um den Karakil machen. Ob er da irgendetwas findet, was so holzartig ist, was man wie ein Keil benutzen könnte und dann sich die Tür einmal genauer angucken. Überlegt sich vielleicht, wenn man da irgendwie mehrere Keile reintreibt, kann man so stark sein, wie man will. Das kriegt man nicht auf, außer wenn man das Tor zerstört. Und das Tor ist bestimmt aus Stahl? Ja, Metall. Wie gesagt, du weißt nicht genau, was es ist. Irgendeine Kupfer- oder Bronzelegierung oder sowas in der Art. Du findest was viel Besseres. Ein abgebrochenes Pumpenrohr, was hier wohl irgendwie die Mine versorgt hat, was da neben anderen Schrottteilen liegt. Also nicht nur Holz, sondern wirklich Metall. Das wird dann sozusagen irgendwie, wenn es hier liegt oder so, wird das einfach mal sozusagen schon mal direkt hier in die Nähe gelegt, sozusagen so knapp dahinter, dass also hier sozusagen gekickt das Tor noch ein bisschen aufgeht, aber dass man sozusagen schnell greifen könnte und das reinrammen könnte unten drunter, wenn es dann dazu kommt. Okay, also in den Boden rammen und nicht dann irgendwie das Tor dann direkt verknüpfen. Nee, also, zwischen Tor und Boden rammen. Ja, okay, habe ich verstanden. Wie so ein Keil. Ja. Ja, kannst du auf alle Fälle hinkicken, so wie ein gelangweilter Wächter, der dann jetzt irgendwie langmarschiert und das liegt jetzt daneben. Genau, dann wird es hier noch so ein klein bisschen so in die Ecke treten, dass das Tor auf jeden Fall ohne Probleme aufgeht, dass es jetzt hier keine Problematik hat, dass das Tor auch nicht weggeschoben wird, das Rohr. Und ja, dann wird er eben hier hingehen. Ja, und dann wird er dann von Jan abgefangen. Ah, Aurelio, da seid ihr ja. Ja, was denn, Bruder Feldwebel? Ist sie hier? Was hat sie gesagt? Ja, sie ist hinten in Position, hinter dem Scheune, in der letzten Kiste. Und sie hat eine Strickleiter und sie meinte, wenn wir die Kisten vertauschen, wenn das keiner bemerkt, dann könnten wir viel besser hier mit der Kiste interagieren. Dann würde es nämlich aussehen, als wenn keiner an diese Kiste rangehen würde, aber diese Kiste bei den Sklaven ist ja sozusagen irrelevant, da ist ja nur Schaufel und sowas und da dürfen wir ja dran. Ihr da, Bautro, Geron, geht mal her und holt die Werkzeugkiste herbei, wir kriegen das Rad so nicht runter. Die Werkzeugkiste, jawohl, Herr Feldwebel. Ja, vorne bei der Hütte. Holt die! Okay, Aurelio, pass auf.
Was hältst du davon? Schaufeln das Endurium drei Leuten in den Rucksack. Die gehen rüber zu Bascha, schaffen das Zeug über die Leiter heraus und anschließend gehen wir hier raus ohne das Zeug in den Taschen. Okay, dein Wort, den... Du weißt schon, ich will deine Meinung dazu hören.